trotzdem was Fruchtiges, was Säuerliches, was Exotisches. Einfach so beschreiben oder wenn Sie einen Cocktail kennen, international, bei uns gibt alles. Er weiß, wie Actionstar Sylvester Stallone seine Drinks am liebsten mag und steht seit 36 Jahren hinter den Tresen in ganz Europa. Die Rede ist vom Freiburger Frank Hassenzahl, viel besser bekannt als Frankie the Shaker. Barkeeper sein, in seinen Augen heißt das mehr als bloß Getränke mixen. Ein guter Barmann sollte immer über das Tagesgeschehen Bescheid wissen. Ja? Also heute muss ich zum Beispiel wissen, dass Freiburg doch das 2:2 geschafft hat. Ja, das ist immer sehr wichtig. Also man hat ja auch Gäste von außerhalb und die jetzt fragen, was gibt es Neues in der Stadt und das alles, dass man darauf schon antworten kann. Ja? Man muss sich in der Stadt, wo man arbeitet und lebt, auch einigermaßen auskennen, um andere Adressen zu nennen, wo man essen kann, ja? Wo man sich vergnügen kann. Ja? Weil alles in einem Haus kann man doch den Gast immer nicht bieten. Worum es sich in einer Bar dreht, das sind aber primär die Getränke. Vom Digestiv bis zum Longdrink, Frankie hat weit über 100 Cocktails in seinem Repertoire. Sein Tipp, frische Zutaten und auf internationale Standards achten. Gute Qualität erkenne man daran, wenn derselbe Drink in jeder Bar ähnlich schmeckt. Sehr lecker, ja. Lecker. Ja, schmeckt echt gut. Super. Für unser Fernsehteam bereitet Frankie an diesem Abend eine besonders aufwendige Eigenkreation zu. Der Name ist Dream von Freiburg, bestehend aus 6 Zl Ananassaft, 4 Zl Bananensaft, 1 Zl Kokoscreme, 2 Zl Weißenrum. Das Ganze wird erst geschickt. Sein. Dann führe ich 2 Zl Grenadinsirup dazu. Noch 1 Zl Curaçao Blau. Das Ganze wird über den Löffelrücken abgeseiht, sodass eine extra Schicht entsteht. In diesem Fall habe ich diese 3 Schichten. Weiterhin kommt jetzt noch 1 Zl brauner Rum. Auch wiederum über den Löffelrücken. Somit haben wir den Dream von Freiburg. Es war eine kleine Hommage an die Stadt Freiburg, die sehr farbig, bunt ist. Seine frühere Bar in der Talstraße hatte Frankie vor 2 Jahren aus gesundheitlichen Gründen abgeben müssen. Die Diagnose damals, zu viel Arbeit, Burnout. Im Freiburger Augustiner im Banke Peter schenkt er seitdem erstmals wieder aus, aber nur noch am Wochenende. Also für mich war es schon durch die Krankheit etwas schwieriger. Man macht sich dann Gedanken. Geht es dann so weiter, wie man bis jetzt gearbeitet hat? Ja, ich war von meinen 36 Berufsjahren war ich 28 Jahre selbstständig. Ja. Und man macht sich dann schon Gedanken, wie ist es wieder, wenn man wieder dann zurückkommt. Mittlerweile ist er angekommen, es gefällt ihm selbst sehr gut. Ich bin auch sehr froh, Frankie bringt viel Publikum mit. Viele alte Leute freuen sich, wieder den Frankie da zu haben. Ja, so hat sich das ergeben. Übrigens, die Cocktails gibt es bei Frankie auch alkoholfrei. Das heißt, man muss nicht immer zu tief ins Glas schauen.